Wer mich nicht kennt, ich bin René Jahn aus Dresden, ich bin Hausmeister. Ich habe in den vergangenen Tagen, Wochen wahnsinnig viel mit Menschen kommuniziert, mit verschiedenen Bürgerbewegungen. Wir haben ja vorhin gesehen, der Frank Gebhardt von Endgame und der Axel Quinn. Normalerweise sollte auch noch der Viktor kommen und über die Problematik Russland reden. Und das ist leider, das ist leider nicht der Fall gewesen. Er konnte halt nicht kommen. Ich wollte kurz mal über die Symbolik sprechen, was das mit den 193 Luftballons auf sich hat. Unsere Erde hat 193 Länder und dafür steht, das ist unsere Symbolik. Und das soll auch von unserer Seite so rüberkommen und gesagt werden, dass wir letzten Endes stehen für den Frieden auf unserer Welt und praktisch auch in den 193 Ländern. Von der Zeit her würde ich jetzt sagen, wir wollten symbolisch wollten wir diese 193 Luftballons aufsteigen lassen. Deswegen, wer einen haben möchte, würde ich jetzt mal einfach sagen, der holt sich bitte einen ab. Und wir wollten es dann so machen, dass wir zum Schluss der Veranstaltung diese Ballons zusammen steigen lassen, als Symbol für den Frieden auf unserer Welt. Ich wollte mal kurz erklären, wie das entstanden ist. Wir haben uns zusammengefunden, verschiedene Leute hier in Dresden, also Leute, ganz normale Leute, also Studenten oder Student, dann Kreative, Selbstständige, ganz normale Arbeiter, und wir sind halt ein Team, die eben sagen, dass es so auf unserer Welt nicht weitergehen kann. Ja, wir haben, wie gesagt, in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel miteinander kommuniziert. Ich selbst habe große Bedenken, dass in unserem Land, in Europa und auf unserer Welt in naher Zukunft einige Dinge aus dem Ruder laufen werden. Ich denke mir, dass es vielen von euch genauso geht. Die Kriege in Syrien, Jemen und der Ukraine, um nur einige zu nennen, haben einen nie dagewesenen Flüchtlingsstrom Richtung Europa ausgelöst. Das stellt also für uns alle eine große Problematik dar. Um das vielleicht noch mal kurz ein bisschen zu erklären, Dresden ist da natürlich als konservative Stadt oder auch Sachsen mit einem sehr geringen Ausländer- und Migrantenanteil da ein bisschen skeptisch, weil wir kennen das alte Sprichwort, was der Teufel nicht kennt, das möchte er nicht. Ja? Schuld daran, an diesen Flüchtlingsströmen, sind natürlich die uns allen bekannten Kriegstreiber auf unserer Welt. Es sind also einige wenige, die mit diesen Auseinandersetzungen in anderen Ländern verdienen. Und das ist relativ einfach nachzuvollziehen. Im Moment warten in Libyen ca. 1 Million Flüchtlinge. 1 Million, das muss man sich vorstellen. Mit diesen Flüchtlingen verdienen diverse suspekte Objekte, nämlich die sogenannten Schlepper, Unmengen von Geld. Und wie gesagt, diese Menschen, ja, die warten nur darauf, nach Europa zu kommen. Nachdem beschlossen wurde von der EU, dass dieses wahnsinnige Unglück, was da passiert ist mit den vielen Toten, die Zuwendung für die Rettung der Flüchtlinge im Mittelmeer aufgestockt werden, könnt ihr euch vorstellen, dass sich das natürlich rumsprechen wird. Und dass binnen kürzester Zeit aus den 1 Million durchaus noch eine ganze Ecke mehr werden könnten. Uns allen sind natürlich auch die Haupteinreiseländer in Europa bekannt. Da brauchen wir nicht weiter nachzudenken. Ihr wisst das alle. Das ist letzten Endes anhand von Statistiken eindeutig nachzulesen. Wir in Deutschland gehören natürlich mit dazu. Es ist letzten Endes so, dass uns von der Politik gesagt wurde, dass wir in Deutschland gleichmäßig verteilt in diesem Jahr ca. 500.000 Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die Angst davor und die Angst, die auch zum Teil geschürt wird davor, die ist aus meiner Sicht an irgendeiner Stelle auch berechtigt, weil ganz einfach die Aufklärung der Politiker fehlt, ja. Ja, letzten Endes ist es so, dass alle vor vollendete Tatsachen gestellt werden, egal wo, egal ob in menschenunwürdigen Unterkünften und so weiter, ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass wenn man von seiner Familie weg ist, wenn in einem Land Krieg herrscht, wenn man in einer Unterkunft lebt mit 10, 12 anderen in einem Zimmer, wenn man auf seinen
Asylantrag wartet, wenn man die Sprache nicht kennt, die Kultur nicht kennt, müssen ganz einfach aus unserer Sicht, und da spreche ich von den Mitstreitern von mir, müssen ganz einfach Aggressionen auftauchen, die kommen, darauf kann man ehrlich gesagt, also muss man, die sind vorprogrammiert. Die Leute, die zu uns kommen, die Flüchtlinge, die natürlich herzlich willkommen sind, warten Ewigkeiten in Deutschland auf die Bearbeitung ihres Antrags. Und das ist ein Ding, was absolut nicht funktioniert. Man soll sich vorstellen, man kommt in ein Land mit einer völlig anderen Kultur. Man wartet ewig auf einen Antrag, kennt die Sprache nicht, kann nicht richtig kommunizieren, kann nicht arbeiten. Also es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir sind eben der Meinung, dass das so nicht weiter funktionieren kann und wird. Es geht aus unserer Sicht, also wir und unsere Mitstreiter und mit den Leuten, mit denen wir kommuniziert haben in den letzten Wochen, nur darüber, dass die Kriegstreiberei dringend, zwingend aufhören muss, weil letzten Endes sind die Ursache für die Unzufriedenheit, für die aufkeimende, ich sage jetzt mal, die auch zum Teil Hasstriaden, sind letzten Endes ist der Ursprung die Kriege auf unserem Planeten. Und wie gesagt, wir alle wollen zwingend dagegen vorgehen und aus unserer Sicht ist es so, dass dort auf gar keinen Fall nach links oder nach rechts oder irgendwo hingeguckt werden muss. Es geht aus unserer Sicht nur zusammen, um was zu erreichen. Wir wollen darauf hinweisen, wir haben, wie gesagt, viele Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, und wir haben für den 20. Mai haben wir ein Forum, eine Räumlichkeit, nämlich den Steiger neben dem Sächsischen Landtag, neben dem, hier vorne auf der Wilstrophe oder früher an der Stehmannstraße, haben wir die obere Etage gemietet und wollen dort letzten Endes ein Forum machen unter Bürgern hier aus Dresden und wollen im Vorfeld mit den Bürgern kommunizieren und letzten Endes dort dann die Thematik festlegen. Wir hoffen dann natürlich auch auf die Zuarbeit der Presse, dass das nochmal medial nach außen getragen wird. Und wie gesagt, das wäre der 20. Mai, 19 Uhr. Also wir würden uns über jeden freuen, der kommt. Wie gesagt, wir kommunizieren mit allen darüber, um die Thematik festzulegen. Und wir versprechen auch, dass dort wirklich sehr interessante Gäste kommen werden. Wir versuchen dort Politik, auch Leute von der TU mit dazu zu bekommen und eben Leute, die sich mit der ganzen Geschichte beschäftigen. Der Worte sind genug gewechselt, es ist jetzt 10 vor 5, wir sind jetzt fast seit 2 Stunden hier auf dem Neumarkt. Wir freuen uns, wir wussten natürlich, dass wir hier nicht mit 10.000 Leuten stehen, das ist ja totaler Unfug. Wir wussten natürlich auch im Vorfeld, dass der 1. Mai mit der Dampferparade und dem anschließenden mit der anschließenden Geschichte vor der Semperoper stark frequentiert sein wird und wir jetzt letzten Endes sehr, sehr viele Leute, die ja ein paar Minuten mit dir gestanden haben, zugehört haben, erreicht haben. Das letzten Endes ist unser Ziel gewesen. Wir sind also mit dem Ergebnis auch definitiv zufrieden und ich bitte euch jetzt symbolisch bei 3, 2, 1 einfach die Ballons steigen zu lassen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, wie gesagt, am 20. Mai im Steiger in der oberen Etage. Und wie gesagt, es wird noch bekannt gegeben, welche Thematik es geht. 3, 2, 1. Ich erkläre die Veranstaltung für beendet. Vielen Dank fürs Kommen.